Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Dümpelfeld, aus dem Ahrtal, liebe Leute. Tag 4 unserer Radreise Richtung Polen jetzt. Wir kommen der Sache immer näher. Jawohl. Ja, und der Peter packt gerade sein Gaul, hätte ich fast gesagt hier. Und Drahtesel. Sein Drahtesel. Und mit der Konstruktion Spanngurt kann er natürlich immer höher packen, auch was er nicht in die Taschen reinbekommt. Von daher sehr universell, ne? Aber wenn es gleich regnet, es soll ja Regen geben heute, dann wird es doch alle nass, oder nicht? Das ist ja nur meine Jacke. Ist Alles nur eine andere ist ja Jacke. trocken. Alles klar. Und zu Gast waren wir ja hier bei den Schöfferles in Dümpelfeld. Und der Christian veredelt gerade das Rad von Peter. Noch einen schönen Christian Schöfferle Aufkleber. Denn der Christian hat ja nicht nur einen YouTube-Kanal. Christian bietet ja auch geführte Touren hier in der Gegend an. Wer da Interesse hat, ne, also Ahrtal, haben wir gestern im Video ja schon gesagt, das Video, was ihr auf Peters Kanal sehen könnt, vom dritten Tag gestern. Eine wunderbare Gegend, muss man unbedingt mal hinkommen hier zum Rad, wenn noch nicht hier war. Und das macht Sinn, dass man jemanden dabei hat, so wie dich, der sich hier auskennt, weil ich bin mit meiner Frau hier auch schon unterwegs gewesen. Man hat ziemlich schnell ziemlich viel Höhenmeter unter die Füße, geht plötzlich irgendwo nach oben, wo man nicht mit gerechnet hat. Von daher kann man sich ja bei dir melden, der hat eine Webseite, die heißt. Ja, www.radtouren-eifel.de. So sieht das aus. Verlinke ich auch hier unter das Video. Und dann meldet ihr euch. Und der Peter fährt jetzt auch ein bisschen. Guck mal. Werbung für Werbung. den Christian. Sehr Da gerne. freuen wir uns. Aber wie? Freue mich wieder hier auf dem Weg zu sein. Heute eine große Tour, 150 Kilometer, stehen auf dem Tacho mit fast 1200 Höhenmetern. Ja, das wird ein Spaß. Ihr seht schon, ich habe nur einen Pulli an, aber doch schon ziemlich frisch heute Morgen. Angeblich 12 Grad, fängt an ein bisschen mit flüssigem Sonnenschein, aber das ist so ein bisschen hingespuckt, mehr ist das nicht. Ne? Mehr ist das nicht. Also Regenjacke ist noch nicht nötig. Und ja. Ja, 147 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns und knapp 1200 Höhenmeter. Und radeln jetzt erstmal hier entlang der A stromabwärts Richtung Ahrbrück. Ja, wir sind hier unterwegs jetzt auf dem Ahrtal-Radweg und ist ja alles hier ganz frisch, ganz neu asphaltiert. Von daher zum Radeln wirklich eine super Sache, auch richtig breit. Und da fahren natürlich auch Autos, das ist so eine Landstraße hier. Aber die Hauptstraße ist direkt daneben. Da ist uns eben noch gar kein Auto hier entgegengekommen.
Ja, wir radeln jetzt ja gerade hier durch Kesselink. Mike und Chris haben gesagt, eigentlich eine wunderschöne Strecke hier, auch zum Gucken die Gegend, der Ort hier. Aber bei dem regnerischen, diesigen Wetter hier sieht man natürlich nicht so weit so viel. Und wir sind übrigens unterwegs jetzt hier erstmal über den Hügel sozusagen nach Koblenz. Oh, bei dir quietscht ja irgendwas. Hast du das lokalisiert? Ja, meine Hüfte. Deine Hüfte quietscht? Ich kann stabile Seitenlage. Da sind ja doch die Taschen, die ein bisschen in der Halterung reiben. Weiß ich aber auch nicht. Aber am Rad quietscht nichts. Das ist schon mal die, das ist schon mal die Hauptsache. Das ist erst der Motor, aber der Motor ist es auch nicht. Sehr gut. Was sind auch die Gelenke, die quietschen bei dir? Ja, die Hüfte. Ja, kann das schon mal passieren, ne? Ich habe zu wenig Kettenfett getrunken gestern. Ich hätte mehr Kettenfett trinken müssen bei Christian. Er hat es angeboten, ich habe es abgelehnt. Ja, na klar, aber so einen harten Tag wie heute, ey, wir können doch nicht, ey. Irgendwann ist auch gut, ne? Ein, zwei Bierchen geht immer, aber wir sind ja hier auf unseren Urlaubsreise, Radreise und dann wollen wir auch früh morgens los. Ja, und mittlerweile Kilometer 13, 14. Dann Tacho geht ja eh falsch. Na, ich habe zu spät eingeschaltet. 16 haben wir jetzt. Alles klar. Jetzt geht's rauf. Dann Kilometer 16. Und weiter geht's. Jetzt schrauben wir uns hier, hinter mir seht ihr schon, den Anstieg. Und da kommt noch was vor uns. Nicht auch noch eine Menge. Ich gönne natürlich hier mein Turbo. Ich fahre ja E-Bike, ne? Hallo? 36 Kilometer Restreichweite. Noch 82% im Akku. So, und wir sind gerade mal 20 Kilometer gefahren, ne? Also, sind ja nur 130. Also heißt das wieder Reichweitenangst. Ohne Motor. Aber ich finde selbst bei so diesem Wetter eine beeindruckende Aussicht. Ja, um die 12% Steigung hier. Das nagt am Akku und nicht nur am Akku, auch ein bisschen hier an der Puste. Wo geht eigentlich noch? Tag 4, man gewöhnt sich schon ans Ganztagsradeln hier. Peter Turbo? Immer. E-Bike. Genau, Peter fährt der E-Bike. Peter fährt immer Turbo, wenn es flach ist. Was soll's. Aber herrlich. Total ruhig hier. Wenn wir beiden Experten hier nicht gerade mit unseren E-Bike-Motoren Kraft machen würden, hätte die Natur hier wirklich Ruhe. Und die Wege werden besser und besser hier. Also, sehr schön. Waren die Römer hier unterwegs? Mal gucken, wie die Stabilisierung ist. Oh, läuft, ne? Läuft. Oh, das sieht auch herrlich aus, Leute, oder? Ich glaube, das hohe da, das lila Fingerhut müsste das sein, oder? Ich kenne mich an die Pflanzen nicht so aus, aber das ist meines Fingerhut. Ja, Tasche hält, obwohl sie ja nur mit Klett befestigt ist, aber hält bombastisch. Ich weiß nicht, welchen Teil, wo die Treppen runtergegangen sind. Da ist sie einmal abgefallen, aber war ein Extrembeispiel, ne? So eine steile Treppe darunter, dass der Klett da nicht hält. Ich habe da auch ein bisschen übertrieben, ne? Ist ganz klar. Aber oh, herrliche Stimmung hier im Wald. Hört mal.
Dann bin ich froh, dass Peter den Weg hier für uns sucht. Danke, Peter. Kannst kommen, ist nicht tief. Danke, dass wir die Kamera jetzt rausführen. Ja, da guckt ihr, ne? Was hier für zwei Experten über den Hügel kommen. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier gelandet sind. Richtung Kempenich und Richtung Weibern. Vulkanpark. Ja, wir radeln jetzt hier gerade auf der Vulkanstraße, Deutsche Vulkanstraße. Und Ziel ist der Laacher See. Das ist ein Vulkankrater. Und der Vulkan ist auch noch aktiv. Also da kommt jetzt keine Lava raus, kein Feuer. Aber da steigen wohl noch Gase auf, wird also ordentlich blubbern, denke ich mal. Da sind wir mal ganz gespannt. Weil Peter und ich haben beide noch nie einen aktiven Vulkan gesehen, schon gar nicht in Deutschland. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt stetig bergauf, 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 bergauf. Bergauf. Wir fahren jetzt den Vulkan hoch. Nur bergauf. Ja. Ist zwar schön mystisch hier mit dem Nebel hier, aber keine Sichtweite, ne? Ist sehr stark eingegrenzt. Du mein Fernseher? Dein Fernseher? Warte, ich komme zu deinem Fernseher. Nimm du mal das, dann filmen wir deinen Fernseher. Ne, da seht ihr jetzt hier das Blaue in der Mitte, ist der Vulkan. Wir kommen jetzt von rechts gleich. Und fahren jetzt gerade hier den Vulkankrater hoch. Ne? Wir kommen da von rechts. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht hier... Peter, nimm mal wieder zurück, bitte. Ich möchte beide Hände am Lenker haben. Nimm das. Danke. Ja, dann, ne? Bisschen steil hier. Ja, wir sind jetzt hier in Maria Laach und hier links ist dann wohl das Kloster. Kommt ihr da besser zu sehen? Jetzt mal einmal hier am Parkplatz vorbeifahren. Boah, imposant hier, Klosterkirche. Wenn ich da richtig informiert bin, aktiver Benediktinerorden hier, Benediktinermönche. Und Benediktiner, die machen doch auch ein Weizenbier. Aber kommt das von hier? Nee, ich glaube nicht. Das kommt, glaube ich, aus Bayern. Oder? Ja, noch näher dran kommen wir nicht ran irgendwie. Das ist dicht bewachsen. Aber hier könnt ihr einen Blick erhaschen. Links von uns da drüben, da war ein Campingplatz. Aber da kommt man auch nicht drauf, nur komplett mit Schranken zu, mit Gittern. Und wahrscheinlich nur, wenn ihr dann natürlich campt. Ja, meine Lieben, bestimmt auch bei schönem Wetter hier eine herrliche Aussicht, aber ja, können wir heute leider auch nicht mit Ihnen. Wir radeln jetzt hier nach Andernach. Und ich habe gerade schon mal ein bisschen geguckt hier bei der App E-Station. Diesmal war sie hilfreich, hoffentlich. Eine öffentliche Ladestation, Schokosteckdosen. Jetzt sage ich auch schon Schokosteckdosen, wie der Peter. Schokosteckdosen an der Rathaustiefgarage. Und dann schauen wir mal. Also hier geht es jetzt runter, vor uns Andernach und dann auch der Rhein und hoffentlich bald noch ein bisschen Sonne. Aber der Himmel wird schon heller. Ab ins Parkhaus, ne? Reichweitenangst, Steckdose suchen. Angeblich kann man hier irgendwo laden. Ich glaube, Ticket ziehen brauchen wir nicht. Also mit dem Fahrrad
Im Parkhaus ist für mich auch eine Premiere. Ja, hier am Tiefgarageneingang Rathaus sind wir jetzt tatsächlich fündig geworden. Haben hier einen öffentlichen Ladepunkt mit Steckdosen und funktioniert sogar. Kommt was raus. Und ich habe es auch dringend nötig, wie man sieht. Ne? Wir doch tatsächlich hier nach, was haben wir denn jetzt gefahren überhaupt? 50 Kilometer, 520 Höhenmeter knapp. Das Ding ist schon leer gefahren. Peter, können wir shoppen gehen jetzt hier, oder? Ja, ist ja bewacht. Ist ja bewacht, da sitzt ja sogar einer hier. Genau, verketten wir alles gut. Ja. Und dann gehen wir schön shoppen. Ja, meine Lieben, da hat er mal das Turbo Glück gehabt, ne? Da hat er sein Fahrrad hier gesichert wie Fort Knox, obwohl ich hier dabei stehe. Schaut euch das mal an. Diesen komischen Schlüssel, da, zeig ihn doch mal in die Kamera, hat er gesucht, hat er weggetan. Weil hat er hier, hat er sein Ladegerät mit abgeschlossen. Also hat er fast den Schlüssel verloren, weil er mir nicht wo er ihn reingesteckt hat, obwohl ich die ganze Zeit mit meinem Bike hier vorne vorstehe. Ne? Also war es richtig sinnvoll, das abzuschließen. Aber ich war nicht dabei, du bist Pole. Ja. Hat das schon Sinn, dass ich meine Sachen hier sicher oder nicht? Achso, deswegen fährst du mit mir nach Polen. Ja. Das macht natürlich voll Sinn. Ja, ist schon klar, ne? So, wir standen jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie lange waren wir jetzt hier? 45 Minuten. 50% habe ich gehabt. Ich habe jetzt in meinem Akku hier 66%. So, also ich würde sagen, wir bauen jetzt hier ab und radeln zum nächsten Campingplatz, ne, oder? Wisst ihr, wie viel ich in meinem Akku habe? Zu wenig. Reichweitenangst? Ja, du hast ja voll den Fleck auf der Linse da vorne, siehst du das? Ja, sehe ich. Das sehen die Leute aber dann ja auch. Ja. Das ist hier real life. Guck doch mal die Kamera. Das ist real life hier. Hast du drauf genießt, Robert? Wahrscheinlich. Jetzt bin ich scharf. Ja. Was soll denn das? War doch schon eine beeindruckende Festungsanlage hier in Andernach. Andernach lassen wir gleich hinter uns hier im Industriegebiet und sind jetzt hier original unterwegs auf dem Euro-Velo 15, dem Rheinradweg, und fahren jetzt schnurstracks rein aufwärts, ich glaube 80 Kilometer, steht auf dem Plan. Ob wir die allerdings ganz radeln werden, wissen wir noch nicht, aber das verraten wir euch später, was wir da eventuell noch vorhaben oder in Aussicht haben. Darf ich mal vorbei, bitte? Danke. Manchmal bin ich ja auch so ein Sprichwort-Fan. Das Sprichwort heißt ja eigentlich, sich ein Bein ausreißen. Aber der Peter hat sich gerade, ja nicht für mich, aber allgemein, einen Arm ausgerissen. Hat nämlich seine Jacke ausgezogen. Die hat abnehmbare Arme, hat eine Weste hat. Und da hat er sich den, flupp, war der Ärmel ab. Aber er meint, der Reißverschluss funktioniert noch. Ist jetzt richtig schön mollig warm geworden. Heute Morgen so diesig, ein bisschen kühl. Das hat die Stimmung ja auch nicht verdorben. Wir hatten unseren Spaß da oben auf der Römerstraße, sag ich mal, oben auf dem Hügel da. Ja. Aber besser, der Ärmel ist ab, als der Lack ist ab, ne? Ja. Der Lack ab, wird schlimmer. Da ist was dran. In dem Sinne weiter Richtung Koblenz. Denn der Himmel sagt, suche mal einen Biergarten auf. Das ist bestimmt auch noch ein Sprichwort, ne? Ist der Himmel oben schwarz und der Akku fast leer, dann trink noch mehr. Oder so. Weiter geht's. Und hier links oben noch, bekannt aus der letzten Devils Tour, hier Community Tour Koblenz, die Festung Ehrenbreitstein. Unser Wochenendziel damals. Ja, wir radeln jetzt natürlich runter zum deutschen Eck, da wo die Mosel in den Rhein mündet.
Ja, und offensichtlich auch hier ein Mekka für Flusskreuzfahrten. Flusskreuzfahrten. Kussfleutsfahrten. Oh Mann. Das heißt, wenn ich die Buchstaben schon durcheinander schmeiße, muss ich offensichtlich mal was Kühles zum Trinken nehmen. Ein bisschen abkühlen hier. Damit's ja, was haben wir denn gefahren hier, Leute? Irgendwie 70, 80 Kilometer irgendwie so. Meine Lieben, da im Hintergrund seht ihr schon den Kaiser Wilhelm. Wir sind wieder da. Wir sind wieder hier in Koblenz am Deutschen Eck. Vor ein paar Monaten waren wir noch hier mit den Devils, haben wir uns hier getroffen. Und jetzt sind nur wir beide jetzt hier über. Jetzt sind wir auch mit den beiden Experten sind wir jetzt hier, ne? Genau. Ja, wir beide Experten sind jetzt hier und checken schon mal alleine die Lage aus, ohne die Devils. Ah, wunderschön. Ich finde das ja ganz schön mutig, dass die Damen hier dem Peter ihr Handy anvertraut haben. Hör mal, die erkennen einen guten Content Creator. Meine, so unfassbar, das haben sie schon wieder angesprochen. Der scheint ja echt irgendwie eine freundliche, angenehme Ausstrahlung zu haben noch, dass die Leute dem immer ihr Handy anvertrauen. Ja. Und aus dem Nichts hier plötzlich ein bisschen flüssiger Sonnenschein. Peter, hast du irgendwas damit zu tun? Auf keinen Fall. Wie kommst du darauf? Aber kannst du mal aufhören, den Regentanz hier aufzuführen? Ja. Und die Leute fliehen schon wenigstens. Alles für uns. Obwohl, für jetzt, jetzt haben wir freie Sicht. Wir machen nochmal das Foto nochmal neu. Jetzt haben wir freie Sicht hier auf den Kaiser Wilhelm. Also, auf geht's. Foto neu. Samstagnachmittag. Sonne scheint ein bisschen zumindest. Und richtig was los hier in Koblenz. War ja auch nicht anders zu erwarten. Und wir haben jetzt beschlossen, die Abkühlung gibt es jetzt nicht hier in Koblenz. Wir fahren nochmal weiter bis zum Campingplatz in Brei. Da machen wir auch schon mal. Und da müssen wir unbedingt mal Kaltes trinken. Das geht ja hier heute nicht gut aus. 80 Kilometer haben wir jetzt gerade mal nachgeguckt. Und vor uns müssten dann noch sein 150 minus 80, 70, 75. Halbzeit. Als wir im März hier waren mit der Community-Tour von Electric Devils, war der Rheinradweg hier unten an der Brücke in Koblenz gesperrt, weil er gebaut wird. Ist immer noch gesperrt, aber ich war natürlich schlauer als die Sperrung und dachte mir, fährst du trotzdem rein, ne? Da kommt er vorbei und dann dadurch haben wir jetzt hier eine Ehrenrunde durch den Rosengarten gedreht, weil da vorne geht's nicht weiter. Und ja, dachte mir, Versuch macht klug. Macht er jetzt auch. Aber halt nicht die beste Idee, ne? Müssen wir wieder zurück. So, wieder raus hier, da die Baustelle, ja, müssen wir oben rumfahren. Aber dadurch haben wir nochmal einen schönen Blick hier aufs Deutsche Eck. Nee, gar nicht wahr, auf die Festung Ehrenbreitstein. Eine herrliche Aussicht hier aufs andere Rheinufer Koblenz und wir haben die Baustellenumfahrung in der Stadt gemeistert, kannten wir jetzt ja auch, waren wir schon mal geradelt. Und jetzt geht's weiter, Peter. Jetzt habe ich auch langsam ein bisschen Durst hier. Den ganzen Tag am Radeln hier. Ja. Ne? Du hast wenigstens schon was gegessen. Ich habe schon was gegessen, auch was getrunken und ich habe ihm nichts mitgebracht, weil er wollte nichts haben. Du hast mich gar nicht gefragt. Ob ich wohl was mitbringen soll. Ach so. Und hast du gesagt, nee. Also, was? Unfassbar. Kommunikationsfehler. Du bist exkommuniziert. Auch ein schönes Hobby. Bötchen fahren. Peter, Bötchen fahren. Also, lieber Fahrrad fahren. Lieber Fahrrad fahren. Ja, auch mal so ein Ausflug, ne? Warum nicht, ne? So ein Kurztrip. Eine Woche auf dem Hausboot. Würde ich mir auch mal gefallen lassen irgendwo. Ne? Ich glaube, Mecklenburgische Seenplatte kann man es ja irgendwie machen, dass man da gar keinen, Sportbootführerschein braucht. Der heißt, glaube ich, so, ne? Und von daher, vielleicht mal eine Idee. Oder Niederlande. Und fahren jetzt hier weiter Richtung Brei. Die Burg voraus da oben im Wald. Die Burg Stolzenfels.
immer wieder klasse, macht immer wieder Spaß, einfach hier lang zu radeln. Und ich weiß ja auch, der Weg wird gleich besser. Das ist hier schon so eine, naja, also auf der anderen Seite von Koblenz vorhin, Peter, das war so eine mittelprächtige Katastrophe, ne? Und hier ist ein Verkehr? Der Radweg, ja. Vor Koblenz. Ja. Das war also, mit dem Gravelbike brauchst du hier nicht fahren, ne? So Oberkatastrophe, das ist schon, da musst du gute Federung haben. Und wir scheinen auch wieder gut gepackt zu haben heute. Nichts verloren, nichts runtergerappelt. Und hier wird es schon besser. Und Restreichweite in Tour hier 7 Kilometer. Und wenn das Rad gleich laden muss, dann muss ich natürlich auch laden. Herrlich. Was ist das denn? Guck mal da. Wer ist denn da? Hallo, ihr Lieben. Der Erik. Ne? Du hast dein Tänzchen wieder gemacht in Koblenz. Grüß dich. Hi, ja. Grüß dich. Alles gut dich. Mit euch? Yo. Erik. Schaltet ab. Da haben wir jetzt ja gar nicht mit gerechnet, noch einen Devil hier auf der Strecke zu treffen. Da wir doch gerade auf dem Weg zu dir sind. Jo. Und ja. eigentlich haben wir noch ein paar Kilometer und ich habe noch 2 Kilometer Restreichweite. Oh. Ich muss unbedingt hier oben einkehren. Alles klar. Auf dem Campingplatz. Ja, aber schön, dass du da bist. Ja, komm, da oben. Wir haben schon fast mit dir gerechnet, ey. Ja, fast. Also, Erik, komm mal, wir müssen aber schön da noch stehen. Sehr cool. Ja, ein bisschen haben wir auch drauf gezockt. Ne? Ja, und hier auf dem Campingplatz in Brei sind wir schon 2. Mal dieses Jahr jetzt schon. Erste Mal ja als Raststation für die Lecke Devils Community Tour im März. Und da sind wir so nett bewirtet worden, so gut empfangen worden hier. Da haben wir schon gesagt, müssen wir heute unbedingt vorbeikommen hier und mal fragen, ob wir laden dürfen. Aber das brauchen wir ja gar nicht mehr, denn so wie es aussieht, ist die Tour jetzt dann ja für uns hier heute zu Ende. Und wahrscheinlich ist dann auch der Teil in Deutschland für uns damit zu Ende. Ich denke mal, du wirst uns ja gleich mit einpacken wahrscheinlich, ne? Ja. 1,5 Kilometer. Ach ja, er ist ja, habe ich vergessen, er ist ja Content Creator, muss ein bisschen Content kreieren. Unglaublich. Hatte uns ja abgefangen. Jetzt erstmal noch laden, weil, zeige ich euch mal, wir haben jetzt ja 92, aber wir sind zu spät angemacht. Heute zu spät gelöscht. Eigentlich haben wir schon 95 Kilometer. Und was habe ich noch drauf hier? Reichweite 34 im Turbo. Hallo, ich fahre E-Bike, natürlich Turbo. Was denn sonst? Was soll ich fahren? Will Eco fahren? Wo hol ich mir ein Gravel? Ne? Wir fahren schön, gepflegt, geschmeidig, Turbo. Ja, und wie in jedem Video von unserer Tour wollen wir uns natürlich auch hier in Teil 4 ordentlich von euch verabschieden. Allerdings habe ich vor lauter Freude und Aufregung darüber, dass der Erik uns hier aufgelauert hat am Campingplatz und uns dann eingesammelt hat, ganz vergessen, den Mikrofonempfänger an der Kamera einzuschalten. Darum das Ganze jetzt ein bisschen nachvertont hier. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Der Peter, ja, grinst auch schon so ein bisschen im Video, wie man hier sieht. Hat jedenfalls sich schon ordentlich lustig darüber gemacht. Ne? Also ich habe meine Haut schon bekommen. Alles gut. Jedenfalls sagen wir danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, auch bitte ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Unsere beiden Kanäle abonnieren, wenn ihr noch nicht habt, damit ihr unsere Reise hier weiterverfolgen könnt. Und wir begeben uns ja dann auch ab dem nächsten Teil, der kommt, auf wirklich unbekanntes Gebiet. Ich war noch nie in Österreich Fahrradfahren, glaube Peter auch nicht. Und da geht es im nächsten Teil nämlich hin. Freut euch drauf. Wir freuen uns auch darauf, euch das dann zu zeigen. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund hier. Ciao.